verloren, aber auch nur für Sekunden. Da Konecker, der dritte Sturm, wurde jetzt eingewechselt. Und das war eine reelle Torchance, erneut in Führung zu gehen. Immer noch im Überzahlspiel, das noch 30 Sekunden dauert. Jetzt aber aufgepasst auf den Gegenstoß. Die Schweizer räumen souverän auf. Dann ist allerdings eine Strafe angezeigt. Prochorov, nun können sich die Russen festsetzen. Malachows Schuss! Pavoni hat zweimal klären können, dann aber gehen die Russen in Führung. Gespielt sind 5 Minuten und 53 Sekunden. Ein Tor in Überzahl erzielt von Igor Boldin, wie es scheint. Denn ihn zeigt man uns. Zweimal konnte Pavoni abwehren. Der Schuss kam von Malachow, der erste. Dann Boldin vor dem Tor einmal, zweimal und sogar dreimal. Und dann war der Puck drin. Der Pass kam zu spät, Ebel hatte zwei Optionen, konnte sich dann weder für den Pass noch für den Schuss entscheiden. Das war eine gute erste Möglichkeit. Jetzt aber wirbeln die Sowjets und bei den Abprallern haben die Schweizer Verteidiger Mühe, den Böck sofort wegzuschaufeln. Im Bedrängnis, die Organisation klappt im Moment nicht hundertprozentig hier hinten. Bickhoff. Bickhoff, wie man ihn kennt, von Freiburg her, von Freiburg-Cotteron natürlich, nicht vom letzten Dienstag. Und Brottmann, sein Teamkollege, auf der anderen Seite. Kowalt. Oh, das ist natürlich tödlich, das sind diese Fehler, die die Russen nicht verzeihen. Prochorov kann schließlich das leere Tor nicht verpassen und erhöht auf 2:0, dies nach 12 Minuten und 16 Sekunden nach zwei aufeinanderfolgenden schweren Fehlern in der Schweizer Defensive. Hier sehen wir es noch einmal. Das ist schon die Endphase des Ganzen. Der Fehler passierte an sich vorher. Der Gegner wird erwartet an der blauen Linie, aber Bückhoffs stupende Technik bringt ihn doch in die Zone hinein. Malachow, eine Strafe wieder angezeigt gegen einen Schweizer, das wird also happig und da ist das Tor zum 3:0 nach dem Weitschuss von Malachow, eventuell noch abgefälscht. 18 Minuten und 17 sind gespielt und die befürchtete Rache für den vergangenen Dienstag wird nicht unerwartet natürlich Tatsache. Also nicht abgelenkt, höchstens Torhüter Pavoni die Sicht verdeckt. Der Treffer wird dem Weitschützen Malachow. Blöcke aufeinander treffen die beiden ersten Sturmlinien. Komutov. Zwei, drei Chancen wieder, riesige für die Russen, die also sogleich wieder den Tarif angeben wollen. Jamnov. Kovalev. Und Pavou. Und damit ist gleichzeitig die Strafe von Brabetz abgelaufen. Zum ersten Mal überstehen die Schweizer eine, sowohl vorwärts wie auch rückwärts. Er und nicht der Mittelstürmer ist das eigentliche Hirn der Mannschaft. Währenddem der nominelle Mittelstürmer und rechte Stürmer einander abwechseln können auf dem Rest der Eisbahn. Was keine guten Pässe möglich sind. Jetzt allerdings doch, Rotaris schlägt über den Puck. Dann hat ihn Jamnov noch ein bisschen eingehängt, sodass Rotaris nicht zurückziehen kann. Und dann eine herrliche Kombination abgeschlossen zum 4:0 von Sergei Petrenko. Da wurden die Schweizer jetzt ausmanövriert, dies nach 7 Minuten und 19 Sekunden im Mitteldrittel.
Der Schuss angetäuscht und dann fehlte plötzlich ein Schweizer hinten. Und der überzählige Mann, Petrenko, konnte unbedrängt einschieben. Sie sehen, Honecker wurde zu einem anderen Mann. Gegen 4-6 und Starrenkopf kann sich erstmals profilieren. Entsprechend natürlich Dynamo auch überlegen in der russischen Meisterschaft, wenn man sich derartige Ersatzgoalies sozusagen leisten kann. Oh, schönes Dribbling und dann noch der Pass. Das Tor erzielt schließlich von Wladimir Malachow, der Nummer 4, wenn ich das richtig gesehen habe. Da haben sie immer noch ein Pässen gespielt und noch eines. Hier wurde relativ einfach zwischen den Beinen erwischt, unser Dino Kessler. Ja, das Tor hat die Nummer 12 geschossen. Nikolai Borschewski. Gerade noch konnte Pavone hier einen weiteren Gegentreffer verhindern. Mironov. Sehr beweglich auch, sehr reaktionsschnell, die Sowjets, die immer wieder. Ja, es war also so, wie ich es zuletzt dank dem Computer herausgefunden habe. 5 gegen 4 jetzt und das noch 50 Sekunden lang, denn Sven Leuenberger sitzt ja draußen. Kasparaitis, sein Name deutet auf eine baltische Herkunft, er wird aber auch als Russe geführt. Wahrscheinlich sind schon seine Eltern oder Großeltern aus Estland, Lettland oder Litauen ja, ausgewandert oder ausgewandert worden. Und da ist das 6:0. Minuten 11 gespielt im Mitteldrittel. Die Rechnung wird nun doch saftig. Das dritte Tor in Überzahl ist es. Konsequent und konzentriert spielen die Russen weiter. Der Moment wieder da für eine Überraschung. Vielleicht nach dieser klaren Niederlage fast mit dem Ehrentor. Von Fair hier hat noch einmal die Chance. Nach dieser klaren Niederlage werden dann die Schweizer vielleicht doch wieder ein bisschen unterschätzt. Oh. Das war natürlich ein Geschenk. 7:0. Wenn man das Spiel nur an einem einzigen Treffer zeigen und analysieren müsste, dann müsste man dieses 7:0 von Andrei Chomutov beiziehen. Ein Abwehrschlag direkt in die Hand von Chomutov, der lange, lange warten konnte und Pavoni schließlich zwischen den Beinen erwischt hat. Auch das etwas symbolisch. Die Schweizer ohnehin schon unterlegen, sehen dann auch noch schlecht aus. Vor allem auf der Anzeigetafel jetzt. 0:7, wir stehen in der 5. Minute des Schlussdrittels. 7 verschiedene Torschützen im Moment. Den Ehrentreffer auf dem Stock.
hier, wie gesagt, sind noch die größten Unterschiede festzustellen. Ein russischer Spieler ist in der Lage, seinen schweizerischen Gegenspieler abzudrippeln. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Hier jetzt ausnahmsweise wieder einmal eine schöne Kombination. Komutov, Miljev, Mironov und Bykov vollendet schließlich zum 8:0. Damit kommt auch Slava Bykov zu seinem Tor. Es sind jetzt 8 verschiedene Torschützen bei diesem 8:0. Russen, sondern sein Dynamo-Mannschaftskollege Andrushej Trefilov. Spielt den Pack hinfallen doch noch. Und jetzt beginnt die 2-minütige Überzahlphase der Schweiz. Vorwalz. Palmer. Tor. Das freuen natürlich vor allem die 800 Freiburger, die hier gereist sind. Denn Palmer ist ja der Freiburger Verteidiger in diesem ersten sogenannten Lugano-Block. Nur noch 1:8, wenn man dem so sagen kann. Das dritte Freiburger Tor nach Komutov zum 0:7 und Bykov zum 0:8. Jetzt auch Palmer zum 1:8. Erfolgreich, ein Gotteron-Hattrick jetzt also sozusagen in der Endphase dieser Partie. Montandon wirklich der beste Schweizer heute Abend. Guter Pass und das im Hinterhand Kessler. Trefilov noch einmal. Ah, und dann aufgepasst auf den Gegenschlag. Kessler, gute Schussposition. Aber kein Tor. Tor ausgehängt, gerade rechtzeitig Pavoni hält und die Schiedsrichter lassen Gnade vor Recht walten, denn die Wiederholung wird zeigen, dass das eine Art Notwehr war von Pavoni, ja nicht einmal mehr, denn da wäre mehr drin gelegen, der kanadische Goalie Sean Burke wie sich als Matchwinner, da wäre mehr drin gelegen und es ist trotzdem bei 0 Punkten geblieben für die Franzosen, die sind also gleich weit, die Schweizer und die Norweger an diesem ersten Tag des Olympischen Eishockey-Turniers, das mit 3 Favoritensiegen unterschiedlichster Ausprägung geendet hat. Die Partie ist vorbei, 8:1 also gewinnt die GUS gegen die Schweiz, drittes Ergebnis seit 3:0, 3:0 und 2:1, den Schweizer Ehrentreffer schoss beim Stande von 8:0 Samuel Palmer, 8 Minuten vor Schluss. Das war's aus Merivale. Morgen ist ein anderer Tag, hoffentlich ein besserer, nicht nur für die Schweizer Eishockeyspieler, sondern vor allem auch für alle anderen Schweizer, die morgen im Ernstkampf im Einsatz stehen. Aus Merivale, guten Abend und gute Nacht.
Встреча завершилась победой сборной СНГ со счетом 8-1. Следующий матч команде Виктора Тихонова предстояло сыграть против сборной Норвегии. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео.